Der sechste Spieltag ist rum in der TTBL und ich bin sehr gespannt, welche Ballwechsel es in dieses Top-5-Video geschafft haben. Wir beginnen mit Ovidiu Ionescu. Oh. Mit dieser schönen Rückhand gegen Xaber Andras. Das Ganze beim ersten Saisonerfolg für den Post des VfL Mühlhausen in eigener Halle. Endlich haben sie ihr erstes Match gewinnen können. Wir gehen weiter zur Nummer 4 und schauen auf Yuto Muramatsu gegen Cedric Neutink. Letzte Saison noch im selben Verein in Saarbrücken, jetzt gegeneinander. Ja, und das ist eine super Vorhand am Ende von Muramatsu, der wieder nach vorne kommt und die wirklich voll durchzieht. Das war unsere Nummer 4. Wer ist auf der 3? Es ist Hugo Calderano gegen Timo Boll. Ja, mit dieser weithändigen Rückhand, super Reaktion. Hat ja ganz deutlich gegen Timo Boll gewonnen. Schauen wir nochmal auf diesen Ball. Der sieht natürlich sehr, sehr schön aus. Nummer 2, Thiago Apollonia gegen Shunsuke Tugami. Bringt alles zurück in der Halbdistanz und Tugami macht am Ende wirklich den Fehler. Erlebt man oft von Thiago Apollonia, der hat wirklich die Möglichkeit, da hinten alles nochmal rauszukratzen. Und jetzt gehen wir weiter zur Nummer 1. Wen haben wir da? Walker und Feng gegen Allegro und Ueda. Schlussdoppel in Bad Königshofen, 2:2 zwischen Bad Königshofen und Grenzau. Dann dieser Ball. Ja, da kommt die Entschuldigung natürlich auch noch. Das war im fünften Satz der Auswärtserfolg von Grenzau. Diesmal unsere Nummer 1. Alle Spiele live und auf Abruf bei dein